So, grüßt euch. Guten Abend, Leute. Guten Abend, darf er schon Abend sagen? Ach, du meine Güte, ist das ungewohnt. Hallöchen. Grüße, Samantha, und Grüße, hallo an die Welt da draußen, ihr hobbylosen, Twitch-schauenden Wesen, ihr. Markus, hey, Metal. Seien Sie gegrüßt. By the way, bist du so lieb, hast du noch den Link da oder was von damals, von diesem Sidequest-Stuff oder was? Was denn? Ich? Oder Markus? Ja, ja, obwohl wollen wir Markus haben, ne? Ich hab die Seite noch offen, ja. Wunderbärchen, ich weiß gar nicht mehr, waren wir, oder jetzt sind wir wieder auf Slot 1, glaube ich, gelandet, ne? Die Übertragung ist aber weg, du warst zu lange AFK. Nee. Moment. Tada! So. Markus, willst du mit in Voice oder willst du chillen? Just asking und so? Läuft jetzt? Läuft jetzt. CD2, ja. Donald Sendeton, dann dürfte das unser 39 Stunden 33. Ich schau nochmal eben hier. Yo. Ja? Okay, das ist. Dann sind wir jetzt hier. Alles klar. Frage ist über was? Wir wollen nämlich eigentlich. Ja, genau. Triple Triad, ne? Ist angesagt. Richtig? Richtig. Aber wir hatten jetzt nicht wirklich. Hatten wir jetzt. Ich glaube, ein Member hatten wir eigentlich gefunden. Eigentlich waren wir auch noch beim Balamp und bei diesem. Dingsterbumsterdorf. Dingsterbumsterdorf? Das Schumidorf. Waren wir beim Schumidorf noch nicht fertig? Nein. Echt nicht? Nein. Oh Gott. Du hattest jetzt erst diese Puppe abgeholt. Beim Fisherman's Horizon. Ah ja, stimmt. Und damit wieder dahin, oder was? Ja, genau. Okay. Damals solltest du eigentlich noch zurückgehen. Ich würde gerne jetzt... Also Triple Try würde ich gerne machen. Obwohl, oder was war mit Balamp noch? Balamp fehlt uns noch eine weitere Szene. Die kam bisher noch nicht. Eine Szene, die bisher noch nicht kam. Daran warten musst. Okay. Ja, wo das Rotzkind da das Mädel wegkickt vom Hotel. Die Rotznase. Okay. Ja, aber sag mal, wir hatten auch Triple Triad angefangen, oder nicht? Und hatten, glaube ich, das ein oder andere Kartenmember schon gefunden? Ja, genau, in der Mensa. Aber wie viele gibt's oder wie war das nochmal? Das weiß ich nicht. Schau mal, ob du da was findest. Ich gucke mal. Hey, ein Spielchen immer doch. Nee, da bin ich jetzt. Das wollte ich jetzt gerade machen. Wir hatten jetzt endlich diese Regeln da geresettet. Einmal mit dem Dude da am Hafen geschnackt. Und dann sind jetzt endlich diese ganzen Hurensohn-Regeln los. Die wir da. Das war, man konnte ja nicht mehr Karten spielen. Das war ja nicht mehr feierlich. Und das wollte ich jetzt eigentlich mal ganz entspannt machen. Ne? Und wir machen die Markus-Technik. Ifrit unten rechts. Standard-Opener. Da hat sich auch bis heute nichts dran verändert. Was hieß doch mal gelb? Gelb habe ich oder wie? Oder was heißt noch mal gelb? Markus, was heißt noch mal gelb? Oder habe ich nicht? Gelb hat es mal, aber jetzt nicht mehr. Okay, what the fuck? Hast du was gefunden, Samantha? Nein, nicht wirklich. Mist. Ah, hier, Trepe Fanclub, let's go.
Ich sag doch, das Lack spielt man der Ehe mal zu, ne? Ja. Bitte, das ist ihr Dialog. Du bist doch hoffentlich unserer Frau Trepe nicht zur Last gefallen. Oh doch, mag sein. Schützt du die Trepe? Ich weiß alles ganz genau. Du warst bisher 6-mal K.O. Frau Trepe bisher 4-mal. Uff, what the fuck, was ist das für ein Counter? Wie kann diese Mulle mich so entblößen hier, mitten im Stream? Oh, nicht nett. Oh ja, let's go. Ich meine, Fanclub heißt doch auch Kartenspieler, ne? Ja, sicher. Ich feier die Mucke so hart. Ich feier die Mucke so hart. Samantha hat was im DC? Ja, hab's schon gesehen. Danke, Markus. Ah, wunderbar. Ja, geil, ey. Let's go. Oh, bin ich so weit gegangen? Bang. Ja, holen wir uns dann zurück. Let's go. Irgendwas Schönes dabei, nicht wirklich. Klar, was sollen wir uns gönnen? Bis bald haben wir schon oft genug. Hier so ein Morbol. Lass uns wieder spielen. Was ist mit ihr? Auch Fanclub? Oh ja. Nicht ich sehe, weil sie hart vor Trepe kämpfen muss. Was soll das denn heißen? Frau Trepe hat bisher 28 Gegner besiegt. Ihre Unschuld schwindet langsam, aber sicher dahin. 28 Gegner gepiept! Ich weiß auch, wie es bei dir ist. Du hast 149 Gegner besiegt. Alter! Aber das ist mir sowas von egal. Oh Mann. Sorry, ich muss mal ganz kurz sofort wieder da. Ach, Markus, willst du mir jetzt gerade mit dem Link erzählen, dass Didi, der da abklappert, gar nicht der Mitglied so ist? Oh Mann, ey. Weißt du, mein kleiner Neffe ist da und er macht gerade so Geräusche wie, ich weiß nicht, ob er gerade Spaß hat oder mal sticken ist. Dann muss ich mal eben checken, was los ist. Aber er hat nur Spaß. Alles klar. So, was, wie, was, wo? Spielen wir Karten? Also, Markus, das ist alles gerade unnötig, oder was? Du bist... Was? Warum? Du bist unnötig. Das sagt er auch noch, ja. Eiskalt. Ist mir egal. Ich mach die fertig, ey. Du musst andere Mitglieder suchen. Ist mir egal. Die hat gesagt, das ist ja alles egal, ja? Die muss ich jetzt eben mal reinwürgen hier. Markus hat mir hier nämlich gerade einen Link geschickt für den Kartenclub, also den Kartenclub-Guide. Und die du da gerade aufsuchst, die sind völlig falsch. Ist mir egal. Die haben mich gekränkt. Die haben mich bloßgestellt und gekränkt. Okay, Markus. Danke, das war trotzdem, aber hörst ja hier. Keine Chance. Grummel, Grummel! Hier. Grummel, 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 Grummel! FF9 Beste, ja? Der ist halt ultra geheim. Wer ist ultra geheim? Der eigentliche Kartenclub. Achso. Der Trepe-Fanclub. Ja, gut, dann gib mir mal einen kleinen Hint. Ein bisschen tippi-tippi. Es gibt 7 Mitglieder. Hatten wir denn. Eins hat man, glaube ich, gefunden, oder nicht? 6. Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Wie immer. Am Ende des Streams weiß ich nicht mehr, was war. Ja.
Du musst aber alle von denen besiegen und dann hast du... Ja, aber woran kann ich... Lass es mich so... woran kann ich sie denn erkennen? Ich meine, sind die schwarz, lila, grün oder... Nein. Die laufen einfach random rum an ganz bestimmten Stellen. Aber du bekommst erst diese Dialoge, dass die Mitglieder sind, wenn du 15 Partien Karten im Garten gespielt hast. Ja, die habe ich doch schon easy gespielt, oder nicht? Ja, aber das Spiel zählen keine Partien in der Mensa, im Klassenraum und in der Bücherei. Mensa, Klassenraum und Bücherei. Also überall auf den Fluren muss ich die wegmeddeln. Genau. Ja, dann machen wir das auch. Und erst wenn du da dann 15 Spiele von gemacht hast, ach du meine Güte, kannst du die finden und dann sagen die na sowas Gott. Wie... Ja, alles klar. Du bist ein ehrwürdiger Gegner. Oh, du bist ein wirklich historischer, einmaliger, unglaublicher, unübertrefflicher Spieler, der Henk. Ach, und wichtig ist auch noch eine bestimmte Reihenfolge. Ach, das Scheiße. Na, komm. Wie jetzt? Steht hier so. Von diesen 15 Leuten oder was? 6 Leuten. Ah, du meinst, die ich dann herausfordern kann? Ja, genau. Okay, ich dachte gerade jetzt von diesen 15 Wins, ey. What the fuck? Und hier wird auch der Platz um den Wegweiser herum empfohlen für diese 15 Partien. Du bist ein Wegweiser. Markus, heißt das, man muss die erst besiegen und dann sagen die, dass sie Mitglieder sind? Man besiegt sie und sie geben sich zu erkennen, aha. Ja, dann war das wohl nicht, aber ich habe mit den beiden hier auch noch nicht gezockt. Wir zocken einfach mit allen. Aber ganz ehrlich, ist auch kein Thema, weil mit dieser Tauschregel da ist auch alles easy peasy und mit den Karten sowieso. Also ganz ehrlich, jetzt zu verlieren, muss man halt schon Hardcore-Noob sein und das bin ich zwar, aber wird schon schief gehen. Ich höre jedes Mal meinen, ne, Little Nephew. Alter! Hat der gerade echt meine Siren-Karte mit dem Grad umgedreht? Really? Junge, was ist denn falsch bei ihm? Na, glaubst du, sagen, das ist coolste Side, was ich finde. Okay. Hörst du die coolste? Markus, weißt du denn auch, ob man gegen die dann... Also, von den Mitgliedern, da stand ja jetzt, dass du die in einer bestimmten Reihenfolge besiegen musst. Kannst du denn, wenn du jetzt zum Beispiel bei Mitglied 2 bist oder so, der eine besondere Karte besitzt, mehrmals gegen den kämpfen? Direkt hintereinander, bevor du zum nächsten gehst? Alter. Ja, ich denke mal, du willst ja, wenn dann, auch alle besonderen Karten haben. Ich feiere die Mucke so hart, ich könnte das den ganzen Tag hören. Ohne Witz, jedes Mal, wenn die Runde anfängt, denke ich mir, ja, und Hype. Quizzes gönnt sich ein A nach unten, ne? Und Diablo ist ein A nach rechts. Schon geil. Markus, einen so krassen Delay, oder? Ja, oder guckt der gerade nach? Glaubt man kann mehrmals. Ah, okay. Von was habt ihr überhaupt getalkt, Alter? Von den Mitgliedern und vom Kämpfen und so. Ja, aber was mehrmals? Ich habe ja jetzt hier die Lösung quasi draufstehen und da steht halt auch bei, welcher der Mitglieder bestimmte Karten besitzt. Ja. Und deswegen hatte ich gefragt, falls du die Karte dann nicht beim ersten Mal bekommst, ob du da dann nochmal gegen den antreten kannst. Oho. Weil du die ja auch in einer bestimmten Reihenfolge besiegen musst und so. Darüber haben wir getalkt. Ja, ihr Talker, ey. Ja, ich muss da schließlich üben. So genau weiß ich das nicht alles.
Und das ist auch alles abplapper standardmäßig. Ja, genau, ja, genau. So, als ob der eine 6er Rotten hat, mit Sicherheit nicht. Ah, oha! Dachte schon. Mach an der Zeit beim Bild weiter. Das ist ja cool rauszufinden, also als Kartenspiel. Ja klar, safe. So, wir haben jetzt hier auf dem Flur alle durch. Klassenzimmer gilt ja nicht. Warte mal, vielleicht war ja noch. Immer schön Speed an. War hier hinten noch ein Dödel? Nö. Da geht's noch raus. Wofür ist das eigentlich? Notausgang, okay. Guck mal, sind die auch gar nicht mehr da. What the fuck? Ah, was ist das mit ihm? Hä, jetzt wechseln die NPCs auch, ne? Komm her, nein! Hau nicht ab. So. Hey Timo, wollen wir Karten spielen? Oh ja. Samantha hat ja einen Starttipp genannt, hat sie? Ja. Samantha ist doch eine SS. Eine Sabotage-Menta. was denn? Ich weiß es nicht mehr. Im Bereich um den Wegweiser herum. Hier, wird ne? Für die 15 Matches empfohlen. Okay. Ach, für die 15 Matches? Ja, das ist ja egal, oder nicht? Dachte ich jetzt. Wieso dann... Hä? Check ich nicht. Also sofern das der Startpunkt ist, von dem Markus spricht. Ja, also... hä? Ach so, du meinst, dass ich den ersten... Ach, der kleine Dude, oder was? Den wir die Moki-Karte ganz am Anfang rausgeprügelt haben? Ich meine, fair gewonnen haben. Ja, damals lief das. Sehr gut. Damals lief das halt so mit den Yu-Gi-Oh! Karten, ne? Keine Ahnung, kenne das Spiel nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja, Markus, ey, großartig. Wer bist du und was hast du mit Markus gemacht? Ja, genau. Schön. Nee, aber freut mich, Markus, weil sonst ist auch keiner da hier, ne? Ihr ganzen Hater, du. Weil da ja auch Montag, Mittwoch, Freitag 20.30 Uhr steht und nicht Samstag 16 Uhr, ne? Ja. Obwohl, wie spät ist denn 12? Oh Gott, 17 Uhr. Na, Gönnung, Markus. 2 Wochen Urlaub, geil! Guck mal. Dann haben wir sogar vielleicht noch eine Woche zusammen. Ja, nicht ganz. Ich habe ab 31. Ne? Für Halloween habe ich natürlich extra freigenommen. Da muss ich ja meine Fresse schminken. Hat ja Tradition, ne? Alter, Samantha. Oktoberferien. Dann kennen wir uns, Etzela, schon seit 5 Jahren, ne? Holy moly. Holy moly. Eigentlich, obwohl... 5 Jahre erst? Erst, sagt sie! Weißt du, mir wächst so ein grauer Bart und sie sagt erst, ey. Nee, ich meine, es wird schon 6. Really? Nee, echt? Quatsch. Das wäre... Ah, komm, hör auf, ey. Mach mal nicht schwach. Na, ich guck mal nach. Wir müssen ja eigentlich mal, ne, so als... Samantha hängt Tradition, da mal wieder Super Mario 64 spielen, ne? Oh ja. Mit dem Backflip, oh Gott, wie war das? Boah. Ich weiß es, du weißt, was ich meine, aber du weißt es auch nicht mehr, ne? Du weißt, was ich meine, aber ja, genau. Wie Backflips mit der Macht der Dreiecke oder so ein Scheiß. Genau, bitte. Gott, nee, ey. Vor allem war Cola dann. Och, Cola, das Cola-Game, ey. Das hatte ja dann letztes Jahr seinen Höhepunkt. Und dann war auch Gott sei Dank gut, ey.
Mann, ey. Ja, ich mein's ja gar nicht böse, aber es ist echt besser, ey. Das war auch so dezente Katastrophe da mit dem Typen. Dezent, ja, genau, dezent. So, Junge, stehen bleiben. Prügel abholen. Du hast bestimmt noch die eine oder andere Karte, gib's zu. Ja, okay, hast recht. 5 Jahre. Siehste? Oktoberferien regeln, ja, stimmt. Ich vergaß. 18. Dezember 2017. Siehste? Und ich glaube, Discord habe ich dann irgendwann im November, Dezember gemacht. Sag mal, wieso kann ich denn die Mulle hier nicht anschnacken? Die gehört Wetten zum Quizzis Trepe Fanclub, Alter. Deswegen guckt ihr mich meinen Arsch nicht an. Okay. Ich weiß nicht, für was die beiden sich bedanken, aber ich muss wohl ziemlich gut gewesen sein. Ja gut, aber warte, wie war das? Klassenzimmer, Mensa und was? Und... Warte. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht mehr, also wir haben ja nur noch das hier jetzt. Mensa, Klassenraum und Bücherei. Und Bücherei, okay. Rechts ist die Bücherei. Dann gehen wir mal in die Übungshalle. Aber hier auf der Flur könnte ja auch, was ist denn mit Zell? Als ob der Karten spielen würde mit mir. Das wäre ja irgendwie unlogisch. Ah doch, tatsächlich. What? What? Lol. Als ob der so, als ob. Und eine Karten, ich habe welche bekommen. Geil. Irgendeiner von den CC-Freaks hat mir Karten geschenkt, der im... Die Gefängnis jemanden abgeknüpft hat. What the fuck? Oha! What? Ja, aber ich meine, wenn ich die verliere, dann hab ich sie dann immer noch, oder? Wie soll ich das jetzt verstehen? Wie geil ist das denn? Wir können mit Zellkarten spielen. Karten sind gar nicht mal so schlecht. Da hat er wohl ordentlich reingeprügelt im Gefängnis. Ah, blau habe ich noch nicht, ne? Ja. Gelb hatte ich mal, blau. Ja, let's go. Okay, das hier ist, glaube ich, die Bücherei. Genau. Der kleine Mädel da, das verprügeln wir auch eben. Ach so, sorry, ist ja dein Text. Sorry. Wenn ich groß bin, will ich ein Seed werden. Glaub mir, Schätzelein, das willst du nicht. Are you sure about that? Oh ja, Uberschuhe. Uberschnurhaar. Seine Lizzie wieder am Start. Ne, die habe ich jetzt hier. Oh. Willst du dich nach der Arbeit hinlegen, ne? Vergiss es. Mein Bett, ey. Galle vom Grat.
Boah, es knallt schon hart rein hier. Ja, aber hier steht auch keiner rum. Ich hoffe, es kommen nicht allzu viele Random-Kämpfe. Man weiß ja nie. Na, der geheime Ort und so. Oh, by the way, wir speichern mal. Nicht, dass ich auf einmal eine Karte verliere und dann ist das Geheul groß. Kann ich nicht reingehen. Okay. Machen wir eben Speed an. Oh! 15? Bin ich gesunken? Nein. Nein. Das Coole ist, das kann man schon sagen, wenn du den gesamten Kalo besiegst, darfst du später auch mit aufs Raumschiff mitnehmen. Wen darf ich mit aufs... Moment. Magst du mal eben lesen? Ich kann ihn gerade nicht hier. Das Coole ist, das kann man schon sagen, wenn du den gesamten Kartenclub besiegst, darfst du den später auch mit aufs Raumschiff nehmen. Okay. Verstanden. Schlafen wird einem das Blut abgesaugt. Nennt man auch Mücken. Aber ja. Au! Pew! Pew! Boah, du talkst ja gerade von Sachen, die sind aber schon im Jahr 2024 dann erst am Start. Excuse me, wir haben Zeit. My Highness. Komm, machen wir ein bisschen hier Highspeed hier aufs Maul. Seggy? Blättnerui. Das kommt immer so random, ey. Magie-Kopplung? Ich meine, ist ja, Seggy ist ja nochmal mit wem gekoppelt? Mit Selfie? Ganz kurz geiern gehen. Würde ja eigentlich keinen Sinn machen, aber da ist auch keine Magie-Kopplung momentan da. Aber wird auch nicht so Sinn machen. Und da wir ja gesagt haben, wir machen 2 Melee, ne? 2 DPS so, ne? Machen wir. Samantha hat ja schon einen Starttipp gegeben. Markus, du hast gesagt, du kennst das Spiel nicht. Ja, schon. Aber beim Wegweiser war doch niemand. Oder was habe ich verpasst hier? Eine von den Bullen doch nochmal? Yo, du scheinst dich ja ziemlich gut zu schlagen. Ah, hier bin ich. Okay, okay, okay. Ach ja, ist ja dicht. Also gut, ich fordere dich zum Kartenspiel heraus, Timo. Ich bin Bubi. Boob, der Dude, der Boob-Dude. Von den CC-Freaks. Du bist ein Würdiger. Nummer 1. Alles klar. Der Boob-Dude von den CC-Freaks. Wenn du bereit bist, drück Q. Bin ich, Allah. Komm ran, ey. Let's go. Bang! Haus hochgeschlagen, Alter. Hier, die Abaddon-Karte, die gönnen wir uns. Abaddon, war das nicht einer dieser bösen Dämonen? Ich hab verloren. Du bist stark.
Aber denke nicht, dass du deswegen schon die CC-Freaks besiegt hast. Bei den CC-Freaks sind nur noch 6 weitere Spieler, gegen die sogar ich noch nie gewonnen habe. Den Rang des Kartenmeisters hat unser Anführer King inne. Er wird von den 4 CC-Kings beschützt. Kartenritter Kreuz, Kartenprinz Pik, Kartenprinzessin Karo, Kartenkönig Herz. Okay, okay, okay. Also, Pik und Kreuz, männlich, Karo, Herz, weiblich. Daneben gibt's noch einen, den ich nicht genau einschätzen kann, den Kartenzauberer Joker. Da du mich jetzt geschlagen hast, werden sich die anderen bald bei dir blicken lassen. Ich wünsche dir viel Glück, vielleicht gelingt es dir. Ach du meine Güte. Und jetzt darf ich wieder den ganzen Garten absuchen, ja? Soll ich dir den nächsten Tipp geben? Ja. Übungshalle. Ach komm, siehst du? Da werde ich nämlich jetzt als letztes wieder hin. Der zweite befindet sich in der Übungshalle. Gut, dann gehen wir dahin. Vertraue der Samantha doch mal. Oh, ja, immer vorsichtig sein, ne? Mit dem Vertrauen bei Frauen. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. What the fuck? Kupo, Kupo, Kupo. Bark, bark, bark. Wir sind Banane. Ja. Manchmal auch ein bisschen Kirsche. Manchmal auch ein bisschen Melone. Ah, lecker. Ne? So, es hieß kein Bier vor 4, ne? Das ist schon hier 5 Uhr durch. Das ist schon lange Zeit. Hm. So, Übungshalle. Ist spät dran, hör mal. Ja, eben. Schon seit heute Mittag bin ich am Warten. Ist ja schlimm. Kannst nicht machen. Dann drehen wir noch mal eine Runde. Ist ja lange her, dass wir hier waren. Da ist aber niemand. Oh, komm. Ich mach mal eben Speed an. Geh mir auf die Nüsse. Wenn du bei dem Speed es immer noch hinkriegst, die Gunblade auszulösen, dann bist du Pro. What? Wieso kam dein Hund da jetzt attackiert? What? Chiara Sturm. Hm? Da steht keiner. Wo, was? Bleib mal gerade da stehen. Wieso? Soll er hier sein, oder was? Steg da. Hm? Auf dem Steg. Rechts von dir. Dann ist er vielleicht, random. Müssen wir ein bisschen hin und her. Kann das sein? Weil der Dude, den wir gerade eben besiegt hatten, der war gerade eben ja auch nicht da. Da waren die 2 Mullen da. Von daher denke ich, dass das random ist. Aber da würde der eigentlich stehen. Okay. Gut zu wissen. Vielleicht kommt er nur auf... Ja, Uhrzeit kann sein. Ich denke mal eher, dass es random ab... Siehst du? There we go. Das ist auf jeden Fall der Nächste. Du bist also Timo. Ich habe viel über dich gehört. Übrigens, brauchst du irgendwelche Items? Natürlich gegen Bezahlung. Ja, vielleicht. Wir haben ja unser gesamtes Cash ausgegeben. Alter, wir haben schon wieder 200.000, ne? Na gut, solange wir immer auf Journey sind, ne? Immer mal eben was Kleines zu snacken holen, bin sofort wieder da. Oh, der hier, mach das. Guten. Die haben so viel Cash, ne? Gut, na dann zocken wir den mal ab. Wir? CC-Freaks? Ja, ich bin einer.
Ah, er ist der Joker, okay. Aber bei den CC-Freaks bin ich ein Außenseiter. Oh. Ja, komm, nun mach. Hey, du hast einen Kampfzähler. Hm, wenn du gegen mich gewinnst, baue ich dir Zusatzfunktionen ein. Ja, nicht, keinen Bock drauf. Ja, ich schon die ganzen Analysen von den anderen, aber... Ne? You fucking knows. Ich würde gern so flippen, dass dann... komm, ist auch... Nee, weißt du was? So. Na? Markus-Technik. Lass den Gegner attackieren. Und danach gibt's ihn doppelt. Bang! Ja! Oh! What?! Okay, das war jetzt mies. Das war jetzt richtig mies. Egal, passt noch. Boah, aber die Kaktor-Karte. Gold, ey. Wir haben. Let's go. Kaktorius. Nice. Meins. Mann, bist du stark. Tja, ich hab's versprochen. Gib mir mal deinen Kampfzähler. Okay, jetzt müsstest du damit Infos über die GF einsehen können. Wo finde ich den überhaupt? Ich weiß nicht mal, wo ich den finde. By the way, solange Samantha noch nicht da ist, machen wir mal hier einen C-Test. Durch Kung Fu, wird der Betroffene in den Kung Fu... Wollte gerade sagen, ich bin wieder da. Oh, verdammte Axt. Too late. Sorry. War nicht schnell genug. Jetzt bin ich aber gespannt. Was hast du dir so schnell gezaubert zu snacken? Ich habe mir Nixnacks geholt aus dem Süßigkeiten-Schrank und ein paar Puddings aus dem Kühlschrank. Und was? Puddings. Ach, Puddings. So, das heißt, ne? Durch Konfu wird der Betroffene in den Konfuszustand versetzt. Ich würde sagen, yo, eine Potion halt 100 HP. Ne, 150, oder? Mein 150. Quistis benutzt ein Zauberschwert als Waffe. What the fuck? Und dann kommen solche Fragen wie was? Ja, klar, wer kennt sie nicht? Die gute alte Zauberschwertpeitsche. ATB steht für Ability Tone Black. What the fuck? Nein, Active Time Battle, du Huensan. Im Zombie-Zustand wird man schwach gegen Hitze. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Gegen Hitze? Nein. Wieso sollte das? Keine Ahnung. Gegen Heilung. Gell? Der Itemwandler verwandelt Heilwasser in ein Zelt. Nee. Das wäre ein bisschen OP, glaube ich. Die Erfahrungspunkte werden nach dem Kampf immer gleichmäßig verteilt. Yo. Blende saugt das Gehirn des Gegners auf und macht den Kampf unfähig. Alter, what the fuck? Ein bisschen brutal, oder? Nee. Stein wird durch Medica bzw. Goldene Nadel kuriert. Ja. Schlaf kann nicht kuriert werden. Nein. Ja, meine ich. Oh Gott. Ja. Wie komme ich auf den Trichter? Mann, sorry. Okay, siehst du, wir waren aber richtig... Oh, easy. Okay. Ja. Nein. Nein. Ja. Kann nicht gut. Nee, doch. Nein, war ja richtig. Schlaf kann kuriert werden. Genau, denn da hatte ich das richtig. Dann das ist eine doppelte Verneinung. Schlaf kann nicht kuriert werden. So, das nein, ist Schlaf falsch. Kann kuriert werden. Genau, dann hatte ich das ja richtig. Das heißt, ich habe woanders was falsch. Dann habe ich irgendwo eine andere Frage falsch. Vielleicht das, doch, vielleicht das mit dem Heilwasser? Dann machen wir das mal so. Wir machen das hier mal, ja. Weißt du was? Warte mal. Wenn jetzt die scheiß Potion doch 100 heilt, ne, dann fasse ich mir gleich so an. Nein, will ich nicht. Jetzt doch durch die Potion 100 bekommen, die 200 sogar. Das ist es dann nicht. Oh. Direkt erstmal die Reaktion, dann packt mir so an, komm.
Vielleicht wird man ja tatsächlich in Zombie-Zustand schwach gegen Hitze. Aber das lassen wir erstmal weg. Das machen wir hier mal ausnahmsweise, ja? Und dann sehen wir das ja. Ja, sollen wir es hier noch machen? Kaffee? Nein. Ja. Schlaf kann nicht kuriert. Schlaf kann nicht kuriert werden. Nein. Okay, das ist sogar falsch. Das heißt, das ist es nicht. Scheiße. Was machen wir dann anders? Vielleicht, konfus heißt nicht, vielleicht heißt das dann anders? Ist konfus überhaupt ein Zustand? Ich meine, man dreht sich da, aber das ist ja nicht wirklich ein Zustand, oder? Weil der bleibt ja nicht bestehen. Deswegen machen wir hier mal Nein. Und machen dann weiter wie gewohnt. Oh Gott, noch schlimmer. Alter, wie einen das triggert! Ich mach hier jetzt mal ja. Alter, fick die Scheiße. Das triggert mich gerade so hardcore. Erfahrungspunkte werden doch immer aufgeteilt, oder nicht? Immer gleich, oder nicht? Also ich weiß aus manchen FF-Games... Weißt du, was ich glaube? Guck mal, Stein wird durch Medica bzw. Goldene Nadel kuriert. Dieses bzw. oder Medica, ich glaube Medica nicht. Ich glaube nur Goldene Nadel kuriert Stein. Deswegen machen wir hier mal Nein und hier mal Nein. Ach komm, fick die Scheiße, kein Bock mehr. Das triggert mich gerade des Wahnsinns, Alter. Welche Missgeburtenfrage? Ah, muss ich echt sagen, da haben sie ja echt, ne, smart gemacht. Hast du gegen den Typen schon gekämpft? Ja, ja. Den haben wir weggemeddelt. Oh, jetzt hoffe ich, dass... Welche Karte hast du bekommen? Ich glaube, diese Abaddon-Karte oder was? Keine Ahnung. Ah, nee, gar nicht hier, dieser Master-Kaktus da. Er hätte den Leviathan. Echt? Mhm. Na dann, oha, 5k, what? Deswegen hab ich gefragt, ob du gegen den mehrfach kämpfen kannst. Oh, was ist denn falsch bei mir? Danke, Sammy. Danke dafür. Oh Gott. Boah, mit Schatten und dann Gunblade. Schön mit Konter drauf. Sammy halt nicht hoch und dann kriegen wir den Ratzfatz down. Ja, denken, lass den Jungen denken, sagst du. Lass den Jungen ruhig ein bisschen verzweifeln, doch. Apropos Leviathan, let's go. Ganz ehrlich, wenn wir einfach nur... Können wir eigentlich auch zwei Supporter spielen, du. Aber zieh dir mal rein, was für ein Damage ich mache mit dem Schatten. Das ist irre. 5K, die Animation ist kurz. Archidine und tschüss, ne? Da haben wir sonst irgendwie 50 Mal Shiva aufgerufen damals. Guck mal, jetzt hätten wir gucken können, ob wir gleich viel EP bekommen. Scheiße, warte. Schnell rewatchen? Zu spät. Verdammt! Ifrit, Beelzebub, Stuart. Ifrit, Beelzebub, Stuart. Ifrit, Beelzebub, Stuart. Ifrit, Beelzebub, Stuart. Ifrit, Beelzebub. P30 mal P20, HP 40.
ist die Frage, komm. Oh, HP 40. Und was? Und Stuart, ne? Wer zum Fick war Stuart? Der da unten. Ah, stimmt. Deswegen wusste ich es nicht mehr. Hier, Stärke 20. Dass wir immer ein bisschen Medipower bekommen. Ja, dann holen wir uns mal die Leviathan-Karte. Ich weiß noch, wie random das beim letzten Part war, wo wir gegen den Dude beim Hotel gekämpft hatten. Und Audi, als ob du den jetzt gerade zufällig gefunden hast, siehst du, ja? Na komm, oh, attack, 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 attack. Stimmt, Zustandskopplung sind wir gar nicht durchgegangen. Da schön Schleif reinbrettern. Schlaf reinbrettern. Ja, auch nicht so verkehrt. Habe ich nämlich gar nicht geguckt, was wir denn da noch so koppeln können. There we go. Aero, guck mal, wenn wir hier vielleicht... Habe ich den Schlaf? Anscheinend nicht. Warum nicht? Müssen wir uns erstmal wieder drawen, wa? Warum? Ja, ist so. Warum, ey? Element. Okay. Ja, weil Sammy, ne? Sammy hat das ja, ey. Aber weil sie die Zauber hat. Verdammte Mulle, ja. Doch. Hat mir die Zauber geklaut, ne? Kopplung, okay. Na, dann ist das so. So, ne? Gimme, gimme, gimme Karte. Ganz ehrlich, dieses Diablos, beide Secreto und dann Ifrit Siren, beste Kombo. Hat man wirklich alles mit abgedeckt. Noch so eine. Die habe ich doch schon abgeluchst. Und Leviathan? Oh, okay, nochmal. Irgendwas, ne? Oh, komm, whatever. Muss ganz schnell auf Toilette. Bin sofort wieder da. Okay, here we go. So, schneller ging's nicht. Alles gut. So, Leviathan. Na, gib ihm. Die dritte.
Mucke ist so gut, ne? Alter, flippt er echt mal die Diablos-Karte. What the fuck? There we go! Da ist sie! So, ist nur noch, guck mal, das sichern wir jetzt hier ab und fertig ist. Dann haben wir sie. Das kann er nicht schlagen, muss man ein A haben. Let's go! Aber wieder nur ein A, obwohl ein A nach rechts und zwar ist. Ey, die Karte ist echt geil. Nice. GG. GG. Okay. So, machen wir schon ein bisschen Speed an hier. Diese Dödelkämpfe gehen mir auf den Sack. Ich mag die Waffe, die du trägst, ne? Sieht böse gut aus. Mal gucken, wann wir uns mal neue machen können. So, nächster Tipp bitte. Ach, die Karte jetzt, oder wie? Ja. Ach, du kriegst auch nichts mit, oder? Nee, ich bin noch mein Bild am Weitermachen, weißt du doch. Ach so. Aber du hörst doch zu, oder nicht? Oh Mann. Mitglied Nummer 3 befindet sich meist am Eingang zur Mensa oder am Eingang zu den Quartieren auf. Okay. Hast du nicht Raub nicht gekommen, du verlierst wichtige Items. Ach so, ja. Pff, keine Ahnung, kommt darauf an, wann oder wo oder bei wem. Ich finde Schatten halt so viel geiler, weil es so krass Damage drückt. Ja gut, die drei Mullen hier, das ist doch die Mensa, oder? Nee, das ist der Parkplatz, oder? Oh, komm, hört auf, Ladies. Ja, das ist der Parkplatz. Das sind die Quartiere. Ach so, das ist alles eine Area. Ob das vielleicht der kleine Junge ist? Nein. Okay. Das ist nicht. Dann ist es wieder random. Warte, das ist doch Mensa, oder? Ja. Ah, da kommt an. Na, ist er doch, da ist er doch. Safe ist er das. Lange her, dass jemand Bube geschlagen hat. Oh, ich bin Kreuz! Ander der vierte CC King. Bist du ein Match? Let's go. Hat er was Besonderes? Oder machen wir einfach nur platt? Nein. Also machen wir den einfach nur fertig. Platt. Okay. Taktik, die du da machst, ist schon geil. Schon bös gut, ne? Da kann dich halt keiner wegkicken. Nicht wirklich. Du bist stark, aber bei den CC gibt es auch viel stärker als mich. Nächster Tipp. Karo besteht gleich aus zwei Personen. Beide findet man direkt am Wegweiser. Ah, doch die beiden Mullen, wa? Ja, aber die kommen jetzt erst dran. Wie das klingt, die beiden Mullen. Boniten. Sind nicht da. Sind nicht da. Sind nicht da. Sind nicht da. Oh Gott, ey. Sind immer noch nicht da. Da, da, da. So, ihr könnt euch aussuchen. Entweder ich penetriere euch oder meine Karten. Let's go. Und sie sagen einfach Danke. Aha. Danke. Danke, Anke, für was? Doch sie? Nee. Sprich die nochmal an. Die sagen einfach Danke. Auch beim Kartenspielen ansprechen? Wir sind hier. Ah! Auf einmal, auf einmal. Here we go, here we go. Cool. Jetzt auch noch Kreuz, ja? Bist du erstaunt? Genau, wir sind die Team Rocket, so schnell wie das Licht! Kartenprinzessin Karo. Wir beide zusammen sind Karo. Oh. Wir haben dich für ebenbürtig befunden. Lasst uns spielen.
Mit Q können wir anfangen. Bist du bereit? Nö. Lul. Haben die Mullen was Besonderes? Nö. Logisch, was frage ich? Damals auch Jahre überlegt und nachgedacht und gefiebert und jetzt so klick, 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 klick. Und fertig gemacht. Ja. Wirklich atemberaubend waren die. Unglaublich gut. Krass, ne? Wie die zu Boden fallen. Oh, das sieht aber jetzt ganz böse aus. Nee. Ja, call me Daddy Lord. Echt stark. Wirklich beeindruckend. Normal verlieren wir nur gegen die übrigen CC-Kings. Das letzte Mal was gegen Direktor Sid, nicht? Von den CC-Kings sind noch zwei übrig. Ah, ist Sid der Master oder was? Nicht als Wüchter. Das heißt der Master? Nee, der Joker hatten wir ja schon. Ja, aber zwei Stück brauchen wir noch. Okay, nächster Tipp. Das Pick befindet sich in der ersten Etage auf der Brücke. Brr, brr, brr. Auf der... du meinst also im zweiten Stock? Nein, erste Etage steht hier. Auf der Brücke? Was für eine Brücke? Ach so, warte mal. Ups, jetzt muss ich leider irgendwas auswählen, sorry. brr, 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 brr. Ist wahrscheinlich das hier als Brücke. Ach so, nee, das kann auch nicht sein. Brücke ist ja eigentlich. Hä? Brücke ist doch eigentlich im zweiten Stock. Dann meint ihr den zweiten Stock. Okay. Denke ich mal. Ich kann mir das gerade nicht anders erklären. Ach so, weil wir gerade Keller hatten, oder? Hä? Ich bin so verwirrt. Ich bin gerade sehr verwirrt. Brücke. So, das hier könnte als Brücke gemeint sein. Ja, ja. Vom Bild her, ja. Siehst du, okay. Hat wohl von denen nicht sogar die Karten geschenkt bekommen? Hallo, nicht schlecht. Hätte nie gedacht, dass du Karo einmal schlägst. Ja, ich bin Peak, einer der insgesamt 4 CC-Kings. Wirklich lange her, seit es jemand bisher geschafft hat. Wir können beginnen, du weißt doch mit Kuh. Jo, ja, let's go, Alter. Brr, 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 brr. Mach dich fertig, Alter. Bang, bang. Wir wollen noch ein bisschen was schaffen heute. Brr, 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 brr. Bing, 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 bing. Bing, 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 bing. Oh, geil. Wir sollten immer Karten zocken mit Speed, ey. Ändert ja nichts am Sound, Gott sei Dank. Das habe ich bei Emulator immer so angekotzt, wenn du dann Fast Forward hast, ne? Dann ist die Mucke so brrr am Arsch. Also läuft er. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Okay, let's go. Okay, let's go! Zack. Ah, so ein Arsch. Tada! Nein! Huh! Ha! Huh! Ha! Ah, hab ich auch? Okay, dann ist egal. Nehme ich trotzdem. Du bist wirklich stark. Ich habe verloren. Du ziehst dich umsonst durch die Welt und sammelst Karten. Da ist nämlich auch jemand genau dieselbe Talente. Ups, ich rede zu viel. So, von der 4 CC-Kings bleibt nur noch einer übrig. Jetzt ist aber sehr stark. Ein Genie und schon nach 3 Monaten Thron bei den CC-Kings eingenommen hat. Aber ich denke, dass du ebenbürtig bist. Aber ich rede schon wieder zu viel. Viel zu schnell, viel zu viel, viel zu schnell, viel zu viel. Der Verlierer macht jetzt einen Abgang. Mach's gut. Ja, ne? Wenn Speed an ist, muss ich auch speedmäßig schnell lesen. Falls du wieder mit mir spielen willst, ich stehe jederzeit zur Verfügung. Bis bald. Nächster Tipp. Zerz kennen wir ganz genau. Und befindet sich auf der Brücke des Gartens. Wen kennen wir ganz genau? Das Herz. Die Person, das Herz. Auf der Brücke des Gartens. Das ist doch die Brücke hier. Ja, damit ist aber diesmal der dritte Stock gemeint. Ah, Sid! Ja, doch, wer pimmelt da oben noch rum? Quistis oder Schule oder was? Ey, Timo, es hat mich erstaunt. Mich auch.
dass du Pete schlagen konntest. There we go. Aha, sure. Haha. Oha, oha. Hat die Mulle was Besonderes? Ja. Oh, was denn? Was denn? Was denn? Aber andererseits freut es mich. Sie besitzt die Kabul... Bunzelkarte. Ademok, Michel. Es gab lange niemanden, der mir gewachsen war. Ich stelle mich vor, mein Name ist Chu. Noch nie gesehen, Chu, aber okay, stell dich vor. Stell dich ruhig vor. Ist in Ordnung. Man nennt mich auch die CC-Kartenkönigin Herz. Ja, ich weiß nicht sau viel, aber unter Korsakow-Syndrom sind leider ich noch nicht hier. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin bereit, ich bin in Form, ich bin bereit, ich bin in Form, jederzeit. So, was? Die hat, was für eine Karte nochmal? Mogmichel. Mogmichel. Hui, und noch nette andere Karten. Ich glaube, gegen die Mulle spielt man öfters. Aber das ist doch geil, ja? Schön mit einer 5 schlagen, A nach rechts, 8 nach unten, groß A. Alter, was für Karten die hat! Boah, gegen die müssen wir öfter spielen. Und da ist auch die... Oha! Okay, nicht verkacken, nicht verkacken, also. nicht verkacken. Wie können wir das machen? Wetten, der schlägt dir... Oh, Glück gehabt. Okay, dann gönnen wir uns erstmal die Kabunzelkarte. Let's go. Oh, ja, ich meine, oh, Dramatik und spannend und ja. Ich hab verloren. Ich wusste, dass das einmal passieren würde. Tja, das war's also. Du bist der Zweite, der mich geschlagen hat. Die andere ist der amtierende Kartenmeister, der CC-König. Du wirst deine Bekanntschaft machen, da du ja nun alle CC-Kings geschlagen hast. Nun, diese Person ist meistens etwas launig. Ich suche ihn selbst. Launisch? Cypher? Ach ja, ab jetzt können wir ja mal so zum Spaß spielen. Werden wir sofort machen. Oh, by the way, wir haben lange nicht mehr gespeichert, von daher... Das Problem ist... Was? Warte. Wieder bleibt ja... Okay. Hä? Ich habe es aber gewusst. Sie oder was? Hä? Ja, jetzt habe ich aus falsch geklickt. Moment. Nee. Okay, wollte ich wohl gerade fragen. Und Nida kennt auch wohl die Person, aber... Ich wollte eigentlich nur gerade hier weiter legen wir ab. Ja, genau. Ich will die eben speichern. Man weiß ja... Oh, Hank. So. Okay. Ist aber schon im Garten... Oh Mann, sag mal. Ist aber im Garten, ja? Launisch? So, Markus will ja, ich will immer nachdenken. Ja, Kano, wer soll hier launisch sein? Wenn ich dir das vorlesen soll, was hier steht, sag. Wie bitte? Wenn ich es dir vorlesen soll, dann sag. Mach's einfach. Okay. Nachdem man die 6 Mitglieder der Reihe nach besiegt hat... Oder warte. Kann man das vielleicht so formulieren, dass es nur ein Tipp ist? Nein, weil ich selber nicht weiß, wer es ist. Ach so, das okay. Ist schade. Hier also steht, kennen wir den gar nicht. Mit Absicht drunter, wer der König ist, zeigen wir hier mit Absicht nicht. Ach so, okay. Von daher, ich habe selber nur den Tipp, wie du den findest. Aha, okay, ja, dann let's go. Aber ich weiß nicht, wer es ist. Ja, verstehe. Das ist der Gag da dran. Ja, okay, verstehe. Nachdem man die 6 Mitglieder der Reihe nach besiegt hat, begibt man sich ins Lazarett und führt dort ein Gespräch Dr. Kadowaki. Dr. Kadowaki. Kadowaki. Im Anschluss geht man ins Quartier und ruht sich aus. Wichtig ist, dass Squall hier alleine sein muss. Man hat die Möglichkeit, die anderen beiden wegzuschicken, wenn man sich in den Quartieren ausruht.
Es besteht die Chance, dass dann der König vor ihm steht. What? Also sie kann... Okay. Strange. Alter, ja, jetzt mal Ernte, wie kommst du denn auf den Scheiß ohne Lösung? Deine Mitglieder wegzuschicken, um danach ob... Alter, what the fuck? Von daher viel spoilern konnte ich jetzt auch nicht. Na gut. Unglaublich, Timo. Du hast alle DCC-Kings geschlagen. Versteh mich nicht falsch. Ich hab mit den CC-Flicks nichts mehr im Hut. Naja, dir kann ich's ja sagen. Ich war lange Zeit der King. Aber vor 4 Jahren habe ich ihr den Thron überlassen. Ich bin mega gespannt, wer das ist. Same. Ich bin ultra gespannt, wer das ist. Aber die reden von jemand weiblichem. Ja, ja. Also. Genau, ihr. Ich bin mega gespannt, wer das ist. Und warum sollte die Person auf einmal neben meinem Bett stehen? What the fuck? Das ist schon ein bisschen creepy. Da könnte safe nur so eine Selfie sein. Ja, oder ihr. Cell. Oder ich. Hasefuß. Aber als ob du was mit Karten am Hut hast. Wer weiß. Das wäre schon strange. Vor allem, weil sie die ganze Zeit zuguckt, ne? Wer sie ist? Tut mir leid, aber das kann ich dir leider nicht sagen. Such sie selber. Aber da du die CC-Kings geschlagen hast, wird sie von selbst kommen. Von selbst kommen. Okay, dann machen wir das mal. Ja, also soll auf den Scheiß kommt doch keiner. Wer kommt denn jetzt bitte auf die Idee, jo, ich leg mich mal hier mal hin und schick meine Mitglieder weg und lass mich alleine. Sorry, lass mich allein. Nochmal! Ich bin überhaupt nicht müde, aber nochmal! Mein Gott, 24 Stunden, ich bin müde. Boah, schon lange nicht mehr geschlafen. Boah, das macht schon, das ist schon anstrengend, da brauche ich erstmal ein Nickerchen. Das ist Ausdauersport. Komm schon, eine Runde geht noch. Mein Gott. Müde vom Schlafen. Passiert nix! Oh! There we go. Ja, wie bitte. Hast du bloß die CC-Kings besiegt? Ja, ne? Deswegen brauchte ich auch erstmal 2 Tage Schlaf hier. Endlich jemand, mit dem ich ernsthaft spielen kann. Quisties! Ah! Ja! Quisties! Der Anführer der CC-Kings, der Kartenmeister King. Das bin ich. Quisties Strepe. Endlich wieder mal in Uniform. Erstmal Uniform anziehen. Serious. Geil. Timo, du bist einfach klasse. Ja, ich weiß. Wie hast du es geschafft, in so kurzer Zeit so stark zu werden? Ja, also eigentlich war das ganz einfach. Ich habe so ein paar GF-Freunde gebettelt, habe so ein paar Karten bekommen, kleine Kinder zusammengeschlagen, die Karten geklaut, habe Highspeed angemacht, ein paar Tipps von Samantha zugehört, dann habe ich die alle weggemeldet und nun stehst du hier. Ganz ehrlich, mir wäre es ja lieber, wenn sie sich aussieht und wir, naja. Wie war das noch? Und a girl that, with a crush on you? Das geht ja auch nie wieder aus dem Kopf, ne? Nee! Das Meme war so gut, ist so perfekt. Das Blöde ist nur, dass wir ja tatsächlich Geschwister sind oder was. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Nein, ihr seid ja beide im Waisenhaus groß geworden. Ja, aber wir haben doch alle dieselbe Mutter. Oder haben wir die nur Mutter genannt? Ihr habt die nur Mutter genannt. Ach so, okay. Das war eure Betreuerin. Ich bin so blöd, sorry. Eigentlich im Waisenhaus. Alles gut. Ich hab gehofft, dass du es bis hierher schaffst. Oh, logisch. Oh Mann, sorry, das habe ich nicht gesagt. Komm, das wie Scheiße, live, ne? Fuck. Let's go! Hat sie was Besonderes? Ja, hat sie. Okay, nicht verraten, nicht verraten, nicht verraten.
Okay. Ich will den Surprise-Effekt. Markus, ich schick dir auch mal eben das Meme of the Skull. Ich glaube, das habe ich ihm geschickt, aber wenn nicht, mach's auf jeden Fall. Weil es ist so hardcore perfekt. Ich glaube, ich habe es allen geschickt. Ich habe es auch auf Discord gepostet. Ich habe mir so den Arsch abgelacht, wirklich. Auf der Arbeit nicht mal eingekriegt, ey. Wo hast du nur das gepostet? Na, im Memes und Pictures, denke ich. Nee, da hast du dein berufliches Umfeld gepostet. Ja, ist ja schon länger her, ne? Hast du hochgescrollt? Ist auch egal. Hast gesehen, Markus? Ist großartig, oder? So großartig. Hab mich so bepisst, Alter. Ich hab mich so hardcore bepisst. Wirklich. So, aber die kann ich hier nicht schlagen. Das missfällt mir. Das ist gut, ne? Es ist wirklich so groß. Wo hast du es gefunden eigentlich? Oder wie kamst du dazu? Ich hab einfach random gesucht. Lol, wie geil. Weil wir Final Fantasy gestreamt hatten, dann habe ich mal einfach random, weil ich dir ja immer diese Gifts schicke, ja, habe ich random nach Final Fantasy Memes gesucht. Ja. Und da kam das dann bei rum. Geil. Aber wirklich großartig. Ich hab nicht wie so eine Träne gelacht, aber kommt nahe. Die Gifts sind halt irgendwann langweilig geworden. Was ist denn das für eine Karte? Gilgamesh? Aber so toll ist die jetzt gar nicht. Aber die sieht episch aus. Ja, das ist auch die gesuchte Karte. Denke ich mir schon, ne? So, wir machen wir den hier mal. Weta schlagen, macht nichts. Dann hauen wir Ifrit aber rein, genau. Und dann haben wir eine schöne Abwehr. Let's go. Okay, jetzt müssen wir nur noch abdecken. Das tun wir am besten mit Diabolos in der Mitte und fertig ist. Let's go. Geil. Let's go. Glaube es nicht. Ich habe verloren. Aber ein einzelner Sieg ist nicht genug. Ja, danke. Ja, in der Tat. Sieht gut aus. Aber die Werte finde ich irgendwie nicht so prickelnd, ne? Wir wollen doch auch in Zukunft als Rivalen miteinander spielen. Ich bin jederzeit bereit für ein Spiel. Aber nur auf der Brücke des Gardens. Okay. Und bis dann, Timo. Schade, ich dachte schon, komm schon, ein bisschen Überstunden hier, ne? Ja, na gut. Ja, by the way, ich wollte ja sowieso, die haben ja noch so ein paar Karten, die würde ich gerne mitnehmen. Von daher, pass auf. Zack. Aber ansonsten bist du jetzt mit dieser Reihe fertig. Jetzt haben wir es an sich durch, ne? Wir machen noch ein, zwei Games. Weil ich will doch hier auch von Schuh hier diese Karten haben. Und von Quiz ist ja vielleicht auch die eine oder andere noch. Ist ja kein Thema. Will ich ganz schnell hoch auf die Brücke. Nehmen unsere Dödel-Leute mit. Let's go. Zell und Selfie, ne? Nee! Sammy. Und. Obwohl, wir könnten jetzt auch andere nehmen, aber komm, kein Bock. So. Und so 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 und so. Kommst du wohl her, Schuh? Wollen wir jetzt auf Zimmer? So. Ja, die ist schon nett, die Karte. Aber ganz ehrlich, guck mal, eine 3. 3, 6, 7 und dann eine 9. Das ist nicht so prickelnd. Sieht zwar geil aus, die Karte, so ist nicht. Ja, aber letztendlich dein Deck hast du ja. Boah, Alter, was ist das, eine Bahamut-Karte? Ne, Tiamat, what the fuck? Ey, die hat Karten, die Mulle. Ey, aber sowas von. Geil. Ich bin ja Kartencollector, ne? Also. Wunderbar, wunderbar. Ja,
die Idee dahinter, wie das aufgeteilt worden ist, ohne Tipps und so weiter, wie lange. Ich meine, klar, dann gehst du halt so, wie ich das auch sonst machen würde, halt alles wieder durch, ne? Wird dann halt nur halt ein paar Stunden länger dauern, aber ist genial. Ist genial. Wie viel Mühe die sich gegeben haben mit so einem PlayStation 1 Spiel? Großartig. Einfach großartig. Ganz viel Liebe halt für diese Final Fantasy. Vor allem denkt mal nach, das ist ja alles so, ne, neben dem Spiel in dem Sinne. Deswegen ist Final Fantasy halt einfach nur riesen, einfach nur großartig. Ich rück ein Stück. Ah. So. Tiamat gönnen wir uns. Will ich auf jeden Fall haben. Sieht viel zu gut aus. Oha. Wir müssen flippen. Das ist halt so krass. Wie soll man darauf kommen? Vor allem, weil an manchen Positionen, wie jetzt der Steg oder beim Schlafen, das ja völlig random ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich will speichern und man will nicht auf Deck gehen, dass man sagt, okay, ab ins Quartier. Und dann hat man halt diese Auswahl. Aber das mehrfach zu wiederholen, auf die Idee würde ich halt nicht kommen, ne? Vielleicht ist es ja auch so, dass du nur einmal schlafen musst und dann passiert es schon oder so. Aber das ist schon sick. Das ist schon wirklich krass. Nee, es ist selbst bei den Tipps, die ich gelesen habe, angemerkt, dass man eventuell öfters rein und raus beziehungsweise mehrfach schlafen muss. Hab ich ein Glück? Ich konnte flippen. Sehr schön. Dann verteidigen wir das hier jetzt. Flippen dadurch einfach nochmal. Sehr schön. Okay, damit haben wir's. Let's go. Tiamat, ey. Nice. Vor allem, ich würde auch gerne wissen, ne, was mit dem Kartenwandler wieder machen können. Let's go. Guck mal, jetzt haben wir hier schon wieder eine neue Seite, wo ich einfach durchgehen kann. Wunderbar. Schade, dass du dir da nicht so feste Decks machen kannst. Ja, so ein Slot halt, wo du sagst, okay, ne, nimm die und die, fertig ist, ne? Ja. Das gibt's nur bei Pokémon Go, liebe Leute. Da war doch irgendeine. Ich meine, die Tiamat-Karte ist nice, aber da war doch davor noch was anderes. Oha! Blatt nach Roy, ey. Guck mal, da können wir tatsächlich die Evri-Karte mit einem Zweier hinlegen, geil. Oh, guck dir das an! Ich will haben! Wir dürfen nicht verkacken, wenn du schön nach rechts absichern und fertig ist. Let's go. Bang. Oh, eine reiche Fusion-Karte ist auch noch dabei, aber die hier. Alter, was auch immer das hier ist. Ich will's haben. Sehr schön. Eben speichern. Ja, da sind noch so ein paar Karten eben. Ja, genau die da war's. Was auch immer das ist. Reicht eine 5? Oh ja, perfekt. Dann nehmen wir Diabolus. Da reicht das. Hier, ey, wie. Die Karte habe ich noch gar nicht. Siehst du? Geil. Her damit. Let's go. Gebe ich beide noch nicht. Können wir uns erstmal hier. Das war doch unser erster Bossfight mit dem, oder nicht? Ja. Let's go. Ah, schon wieder so eine Karte, die ich nicht kenne, ey.
Zick. Schöne Defensive. Let's go. Let's go. Triple Klinge. Nice. Eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch. Markus, ich hoffe, Sie sind dann als Lehrer jetzt endlich stolz, ne? Dass die Runden so schnell gehen, ne? Und ich überlege, unsere ersten Kartenrunden, holy moly, wie lange haben wir gespielt und gegrübelt, ey. Und ich habe ja auch wirklich von Senpai gelernt, ne? Also ganz viel Liebe geht raus an dich, Markus. Weil die Runden unserer ersten Streams damals vor, keine Ahnung, 3-4 Monaten hier, ist ja inzwischen schon so lange her. Ich habe daraus gelernt. Double Flip, komm schon, das flippen wir auch noch. Das flippt da oben, ne? So ein Hund. Das haben wir alles. Natürlich, natürlich. Falschen Fuschen, Konter wir mit dem hier. Bang. Guck dir das an, Alter. Was hatten die für Alien-Karten, ey? Sick. So, was haben wir denn hier? Propagator. Propagandagator. Alter, sieht böse geil aus. Wir zocken hier eine Karte nach der anderen ab. Aber ohne Witz, die Kombo hier, beste, gefällt mir. Die Bierbrüder, Siren, Ifrit, Diabolus. Schon wieder eine neue Karte. Ah, das ist auch hier diese Maschine von der Raketenbasis. Krass, was hier alles für Karten kommen. Ich überlege gerade, ob wir die trumpfen oder nicht. Oh, machen wir aber abgeschwächt. Nö, lassen wir erstmal. Na gut. Flippen wir. Master Nork! Alter, wie viel. Ey, ich werde so süchtig. Ich werde so süchtig, sagt er. Ja, ist schon bös gut. Fünf reicht hier aber nicht. Wir müssen auch. Hauptsache wir verteidigen. Hauptsache wir verteidigen. Also, unten rechts. Zack, gewonnen. Was können wir uns? Master Nork? Na, Shumi-Stamm. Oder hier diese BG-Dings hier. Komm, nur mal Shumi-Stamm. Zack.